Zeuge Siegbert Löffler, Deutschland, Zahntechniker, 61 Jahre, 122. Verhandlungstag, 21.12.1964. Und dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Was ich vor 5, 6 Jahren bei der Kriminalpolizei ausgesagt habe, dasselbe kann ich heute noch sagen. Naja, da wollen wir mal sehen. Zeuge, Sie sind wann nach Auschwitz gekommen? Ich bin am 27. Februar in Berlin verhaftet worden und war ungefähr den 1. März in Auschwitz. Ja, im Jahr 1943. 43. Und wie lange sind Sie geblieben in Auschwitz? Dann wurde ich ausgesucht zur Zahnstation, zur SS-Zahnstation. Ja. Und sollte nach Auschwitz gebracht werden, Stammlager, und wurde bei Auschwitz in ein Stammlager Buna. Ja. Und dort habe ich ungefähr 14 Tage oder 3 Wochen zugebracht. Da habe ich bei der Eisenbahnschienen gearbeitet. Und da habe ich immer einen Blockälsten gefragt. Sag ich, Herr Blockälster, was ist los? Ich wurde doch nach Auschwitz zur Zahnstation ausgesucht. Sagt er, ja, bis jetzt ist nichts. Wir wissen von nichts. Und ein schönes Tages, es war ungefähr 14 Tage, 3 Wochen, da hat es geheißen, Häftling 105675 hier vortreten. Und da wurde ich mit dem Krankenwagen, also mit einem Sanka, wie es da geheißen hat, nach Stammlager Auschwitz gebracht. Und da dachte ich, wenn ich dorthin komme, ich komme in eine Zahnstation rein. Jetzt kam ich in den Krankenbaustand, das war so am Ambulanz, und wurde 4, 6 Wochen als Pfleger ausgebildet. Welche Nummer hatte dieser Block von dem Krankenbau? Wissen Sie das? 27 oder 28. 27, ich weiß 28. nicht mehr genau. Ja. Das war der letzte Block oben. Ja, 28. Oben rechts. Ja. Und dort habe ich als Pfleger gearbeitet. Und dann kam der Sanitätsunteroffizier. Das war Oberscharführer, glaube ich. Das war unser Vorgesetzter dort vom Krankenbau. Und der sagte, er braucht 8 starke Männer. Und dann bin ich vorgetreten. Also da hat er gesagt, du Berliner, komm auch mit. Ich war noch schön stark beileibe. Und da mussten wir nach dem Block 11 rübergehen. Das erste Mal. Und ja, da wurden Erschießungen vorgenommen an der schwarzen Tafel. Und wir standen in dem Seitengang. Das war ein kleiner Raum, wo ich auch die SS-Leute ausziehen musste. Da wurden einen Tag, das war ein Freitag, Ende März oder Anfang April, 53 deutsche Offiziere erschossen. Ende März, Anfang April 1943. 43? Ja. Das also kann Mitte April gewesen sein. Das kann auch Mitte April gewesen sein. Deutsche Offiziere, da war einer aus, und ich stand seitwärts, und den Blockältesten, oder den, wie man dann da nennt, der im Capo, der war im Bunker gewesen. Und da ging einer, der musste sich ausziehen, stand vielleicht 1,5 Meter vor mir und sagte zu mir, du bist doch ein Berliner. Wenn du die Aussicht haben solltest, mal rauszukommen. Meine Eltern haben in Leipzig eine große Buchdruckerei. Mein Name ist Herbert, aber den Vatersnamen habe ich vergessen im Laufe der Jahre. Ich gehe bitte ran und sage meinen Eltern, was mit mir geschehen ist. Es war ein deutscher Offizier, vielleicht im Alter von 30 Jahren. Und so, das war, dann wurde... Wenn die erschossen worden sind an der Bank, am schwarzen Brett, dann mussten wir sie wegziehen und aufstapeln, wie beim Holzhändler das Holz. Ne? So haben wir sie aufgestapelt. Und dann gab es Lageralarm. Wie viele waren das ungefähr? Wir haben einmal gezogen von früh um 9 Uhr vielleicht bis 10, 11. Da waren vielleicht, weiß ich, mindestens 100, wenn nicht noch mehr. War denn das an mehreren Malen? Ich war ungefähr, die ersten 2 Mal hat er mich immer genommen, die ersten 3 Mal. Dafür haben wir extra bekommen eine Scheibe trockenes Brot und 50 Gramm Fleischwurst extra. Die ersten 2 Mal hat er mich selbst geholt und den nächsten Mal wegen der Scheibe Brot, ein Stückchen Wurst, da habe ich gesagt, wenn wieder mal was ist, ich mache wieder mit. Aber die ersten 2 Mal konnte ich nachts nicht schlafen, konnte auch kein Armut. Und waren das immer deutsche Offiziere, die da erschossen worden sind? Nein, es waren auch Häftlinge, auch Partisanen. Und da war einmal, das war vielleicht das 4., 5. Mal,
Da haben wir auch gezogen. Wir durften nicht lange hin überlegen, wo wir anfassen, einfach, ob sie blutig waren oder nicht. Einfach nehmen und immer wegziehen, zwei Mann. Ich habe zusammengezogen mit einem Pfarrer aus der Tschechei, aus Prag. Der hieß Josef Thiel. Und wir beide haben immer Hand in Hand gearbeitet. Wir haben dort gelebt wie ein paar Brüder. Er hat von zu Hause alle vier Wochen ein Päckchen bekommen. Ich habe immer was abbekommen von ihm. Wegleser mit diesen Zwetschgen, Nödel. Ich habe mit dem Mann zusammengelebt wie ein Bruder. Der war auch Pfleger in der Ambulanz. Und da einmal, wie wir auch gezogen haben, einmal sagt Kaduk, da ist ja die olle Sau. Und da drehten wir uns kurz um und schauten um, war es eine Frau vielleicht, 28, 30 Jahre, eine Figur gehabt, ausgesehen wie Marzipan, also keine, also wirklich eine gepflegte Frau. Und ein Mädel von 5 Jahren auch bei ihr gewesen. Und die wurde auch erschossen. Und so war ich vielleicht 4, 5 Mal bei dem Kommando. Nachher wurde ich eingeteilt, dann musste ich mussten wir in den Krankenhaus laufen, waren mit dem Josef Thiel zusammen. Der war im Weißen Kloster in Prag. Wie, was war denn? Im Weißen Kloster in Prag, das war ein Pfarrer. Ja. Und da, das war ungefähr so Mitte April, nach, also im April durch, solange ich 6 Wochen als Pfleger war. Und da sind wir nachher eingeteilt worden, ob wir noch mitmachen wollen, also Brot. Also oft haben sie selbst geholt, du dicke Berliner, kannst mitkommen. Mich haben sie immer mit ausgesucht, wo irgendwas war. Und da sind wir, mussten wir im Krankenbau, Sonntag auch abends, in jeden Krankenbau fahren, sind hier Tote. Und da haben wir eine Bahre gehabt, haben wir 3 Tote aufgeladen. Wenn die Person 1,80 groß war, hat sie höchstens 80, 90 Pfund gewogen. Da haben wir sie getragen und rübergebracht nach dem Block 27, da wo unten im Heller wurden die Toten immer reingeworfen und dann kamen Wagen mittags und nachmittags und haben sie abgeholt fürs Krematorium. Und das habe ich auch eine Zeit lang mitgemacht. Sogar wie ich zur SS-Zahnstation kam, habe ich es auch noch nebenbei gemacht. Denn die Scheibe Boten, die wirft 50 Gramm und so ein Stück Fleischwurst. Soll sogar Pferderüst gewesen sein, die hat man mitgenommen, weil man Hunger hatte. Und dann wurde ich einmal von dem Sanitätsoffizier, Unteroffizier, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, kam er mal an und sagt, er braucht 8 starke Häftlinge. Und ich habe mich gleich verdrückt, dachte wieder dasselbe. Draußen stehen 2 Lastwagen, auf jeden Wagen steigen 2 Mann auf und die fahren mit nach dem Güterbahnhof. Da sage ich ja, Oberscharführer, was ist los, wozu werden wir geholt? Ihr Möbel verladen. Und da kamen wir auf den Güterbahnhof, da standen 2 oder 3 Waggons, ich weiß nicht mehr. Und an der Seite ein Haufen SS mit Hunde und die Gummiknüppel, Reitpeitschen in der Hand. Da dachte ich mir gleich, das sind da keine Möbel verladen. Und da mussten die Lastwagen rückwärts ranfahren. Da wurden die Waggons aufgemacht. 2 steigen rein im Waggon, schmeißen raus und die anderen beiden packen im Lastwagen. Und da haben wir, wie die Tür aufgemacht waren in jedem Wagen, also in dem ich dann war, waren 94 oder 97, ich weiß nicht mehr genau. Und im anderen Wagen auch. Und ob es 2 oder 3 Wagen waren es bestimmt, ob es 3 Wagen waren, weiß ich nicht mehr. Und da waren in jedem Wagen Mädels im Alter von 2, 3, 4 Jahren, angezogen wie die Käthe-Kruse-Puppen, als wenn sie irgendwo zum Geburtstag angezogen wurden. Und da hat man an seine eigenen Kinder gedacht und nahm sie langsamer hoch und wollte sie immer ausreichen. Da habe ich vom einen SS-Mann mit einem Gummiknüppel über den Rücken bekommen, wenn ich dann denke, merke ich es heute noch. Und da haben wir sie genommen an der Haare, an den Armen, wo wir nur fassen konnten, haben sie nur immer ausgeschmissen. Und wie der Waggon leer war, sehe ich, liegt eine Kennkarte oder es war ein Pass im Wagen. Und in den Gedanken, den Pass, dieses Papier zu nehmen und eine SS-Mann draußen zu geben, der auf dem Wagen stand. Und wie er sieht, ich hebe den Pass auf, habe ich mindestens 3, 4 nochmal über den Rücken und über den Kopf bekommen. Und da hat es geheißen, wenn ihr im Lager was sagt, werdet ihr sofort erschossen. Und ich habe nie drüber gesprochen. Ja,
Nun wollen wir zunächst einmal... Und bei diesen Erschießungen war Kadok immer auf dem Block 11 auf dem Bunker auf dem Hof mit bei. Der stand immer 2 Meter vor mir. Wer war denn da sonst noch bei diesen Erschießungen? Es waren noch verschiedene SS-Leute, aber Kadok stand auch bei. Kadok selbst hat nicht geschossen, immer nur andere SS-Leute. Die kamen also von der linken Seite, na, von der rechten Seite aus einem kleinen Raum raus, da mussten sie sich ausziehen. Und dann sind es ungefähr 4-5 Meter, sind sie bis zur schwarzen Tafel gelaufen und dort immer Peng. Da wurden sie immer haben sie immer einen Genickschuss bekommen. Bei wie vielen sogenannten Exekutionen waren Sie denn da dabei? Drei wurde ich geholt und 4, 5, 6 Mann mal war ich dabei gewesen. Insgesamt? Ja, das war ungefähr alles in den 6 Wochen, wo ich als SIF-Leger. Ich habe gewartet, dass ich in die Zahnstation reinkomme und da war ich in der Ambulanz nachher, habe ich gewickelt, Verbände gemacht. Und in welchen Abständen sind denn diese Erschießungen vorgenommen worden? Meistens war es immer, glaube ich, Freitag und Montag oder Donnerstag, 2-mal der Woche, glaube ich. 2-mal der Woche? Ja. Nun, waren außer Ihnen und dem Josef Kiel, noch andere Männer da, die diese... Es waren immer 8 Mann, die rausgesucht worden sind. 8 Mann? Wir mussten antreten, immer zur zweit oder zur viert, ich weiß nicht mehr, und wurden von der Ambulanz... 27 runtergeführt nach dem Block 11. Der war immer... Kennen Sie da noch welche von diesen? Ja, wenn ich sie heute sehe, Namen noch nicht. Ja, wer war denn der Kapo damals? Wo, im Block, das war ein großer Schwarzer, das war ein Russe oder ein Polen, ein großer, starker Mensch. Ja. Der soll ausgewandert sein und ich habe gehört im Hof, dass er gestorben ist. Ja. Dass der war auch, sonntags hat er auch, also die Elite-Häftlinge, wir waren sozusagen SS-Zahnstation, Elite-Häftlinge haben sie uns genannt. Und da hat er auch Eisen zerbrochen, Eisenstangen geboren, es war also ein... War das der Kapo von dem Bunker da? Vom Bunker. Ah, vom Bunker, ja. Nannten Sie den Jakob? Jakob, aber wenn ich einen Namen höre, Vatersname, weiß ich auch, ob es ist. Ja. Großer, starker Schwarzer. Ja, und hatten Sie bei dem Leichenträgerkommando auch einen Kapo? Na, da kam nur der Unteroffizier oder Oberscharführer, wenn ich ihn sehe, kenne ich ihn auch, vielleicht 1,70 groß gewesen und ziemlich schmächtig. Schmächtig? Ja. Hat er eine Brille aufgehabt? Namen kannte ich nicht. Hat er eine Brille aufgehabt? Ich glaube, nein. Na. Haben Sie den Claire gekannt? Bitte? Haben Sie Claire gekannt? Claire. Namen nach... Kenne ich nicht, ob es war, weiß ich nicht. Mhm. Denn vorgestellt haben sie sich ja nicht. Sie haben uns einfach rausgeholt und bitte antreten. Ne? Wissen Sie, wie viele SS-Leute bei solchen Erschießungen dabei waren? Na, ich schätze, der Hof war immer ganz schön. Ich schätze mindestens, dass 6 Mann da waren. 6 Mann? Also ungefähr mindestens 6 ja. Mann. Aber wer das war, wissen Sie Nein. nicht. Sie ja. waren auch nicht dabei, wenn die Leute, die da erschossen wurden, ausgewählt wurden unten im Bunker? Nein. Wir kamen nur rein, wenn entweder schon die Hälfte erschossen war oder noch einige da waren. Diese und wo kamen Sie denn rein? Kamen Sie durch das Hoftor? Wir kamen nicht durch das Hof, nein, wir kamen durch den Gang und durch kamen den Bau. Unten durch den Keller durch und kamen in den kleinen Raum. Es war vielleicht ein Zimmer von 16 Quadratmeter, so viel ich mich heute sehe. Sah bald aus wie eine Waschküche. Und da mussten sie ihre Sachen ausziehen, dann sind sie rausgelaufen. Ja, so kamen die Gefangenen heraus. Ja, so. Und Sie selbst? Wir sind durch den Eingang, durchs Haus durchgegangen. Durchs Haus. Und runter nach dem Keller. Runter nach dem Keller. Was taten Sie denn im Keller? Na, da war der Raum gewesen, wo es hinten nach dem Hof rausging. Ach, der war im Keller? Ja, also dort, das war ein Erdgeschoss. Erdgeschoss? Und das war vielleicht, wie ich schon sagte, ein Zimmer von... Ein kleiner Raum nur, ja, wo ich vielleicht... Ja, also war der Raum nun im Erdgeschoss oder im Keller? Ich glaube, im Keller war es. Das war Keller, weil wir runtergehen mussten, die Treppe. Es war Steintreppe zum Runterlaufen. Also uns ist das bisher anders geschildert worden. Als ob die Leute aus dem Keller herausgeholt worden seien, oben in den Waschraum, und hätten sich im Waschraum ausziehen müssen. Na, es sah so aus wie Waschküche. Also es war unten aber und gleich, ich glaube, war es, ob eine Stufe oder keine Stufe war, weiß nicht. Mhm. Und gleich nach dem Hof raus sind, ja. Mhm. Da mussten sie den Nacken rauslaufen zur schwarzen Tafel. Ja.
Und so wie sie erschossen waren, mussten wir sie anfassen und aufladen. Erste aufbarren. Ja. Wir waren Holzhändler. Das Holz. Ja. Nun sagen Sie, wer hat sich denn bei diesen Erschießungen besonders hervorgetan? Kadok war überall bei. Wo was war, war Kadok, ne? Ja, Sie sagten aber, dass er geschossen hätte, hätten Sie nicht gesehen. Nein, das habe ich nicht gesehen. Ja. Er stand immer nur am Torausgang, wo nachher der Lastwagen kam und wo wir sie raufschmeißen mussten. Ja. Und wer hat denn am meisten geschossen? Ja, das waren alles SS-Leute. Die Namen, man hat Angst gehabt, sie anzuschauen, wenn das Gesicht eigentlich gefällt, wäre mir vielleicht gefällt, wenn man vielleicht auch hier gewesen. Das ist verständlich. Nun, sagen Sie mal, Sie sagten mal bei Ihrer früheren Vernehmung, der sogenannte Spieß des Lares, ein SS-Angehöriger, hat sich bei diesen Erschießungen besonders hervorgetan. Er war unter den Häftlingen allgemein als Schrecken des Lares und als sehr schießfreudig bekannt. Das war, glaube ich, Schmulke. Also Kadok hat im Lager selbst, glaube ich, auch, dass er geschossen hat. Denn den durfte keiner, wenn sie angeheitert waren, durfte keiner in die Viere kommen. Denn da sind wir immer auseinander irgendwo reingegangen in den nächsten Block, damit sie ja vorbeikamen. Nun ja, Sie wissen heute nicht mehr, wer das gewesen ist. Nun, haben Sie mal bei Ihrer Vernehmung früher gesagt, er war damals etwa gegen 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, hatte eine schlanke Figur und schwarze Haare. Ja, das war auch ein Schwarzer, der war ziemlich groß und ich weiß nicht, wie er, der war oft in den Larastraßen, hat man gesehen. Ich nehme an, dass ihn der ehemalige SS-Hauptscharführer Unrat kennen müsste. Auch Dr. Frank wird ihn wahrscheinlich kennen. Also Dr. Unrat habe ich im Lager nie gesehen, der war immer nur in der Zahnstation. Das war in der Zahnstation im Laboratorium unser Chef sozusagen. Ja, und wieso kommen Sie darauf, dass der SS-Hauptscharführer Unrat diesen Mann kennen müsste, der an der Schwarzen Wand hauptsächlich Erschießungen vorgenommen hat? Das habe ich jetzt hier ausgesagt. Was meinen Sie bitte? Das hätte ich ausgesagt? Ja. Denn ich weiß, dass ich den Oberscharführer Unrat im Lager nie gesehen habe. Der kam höchstens zur Schreibstube und hat uns immer abgeholt, wenn wir zur SS-Station, die war außer dem Lager, wenn wir zur SS-Station abgeholt worden sind. Entweder kam Unrat, kam auch mal Schatz, es kam auch oft mal Dr. Frank und hat uns zur Zahnstation rausgeholt. Wir mussten an der Schreibstube, am Ausgang, am Tor immer stehen bleiben, bis uns jemand von der Zahnstation abgeholt hat. Wo haben Sie denn geschlafen in dieser Zeit? Wir waren im SS-Revier im Lager, haben wir einen extra Bau gehabt, also extra im Block gehabt. Das war hieß nur für SS-Revier. Ja, dieses SS-Revier war doch außerhalb. Ja, das SS-Revier, die Zahnstation, wo wir gearbeitet haben. Aber wir haben ein Zimmer für uns gehabt, hieß immer SS-Stube, ne? Also wo wir geschlafen haben. Und wo war das, in welchem Block? Augenblick, Mann, das war im Block 9. 11 war Bunker, 10 war nebenan Frauen, wo die Frauen untersucht, also wo verschiedene Versuche gemacht wurden. Und wir waren gleich nebenbei. Nebenbei, 9. Kann 9 gewesen sein, nicht 9. Im Block 20 habe ich gelegen, wo ich... Ja, also ich muss Ihnen aus Blatt 5934 den Vorhalt machen, dass Sie bei Ihrer Vernehmung am 1. Juni 1960... in Hof vor Kriminalbeamten gesagt haben, der sogenannte Spieß des Lagers, das war Kadok, ein SS-Angehöriger hat sich bei diesen Erschießungen besonders hervorgetan. Ja, also er hat Großtamtam Wirbel gemacht immer, ne? Aber dass er selbst geschossen hat, weiß ich nicht. Ja, und wieso wussten Sie damals den Namen von Kadok nicht und heute wissen Sie ihn? Na, weil ich Kadok damals, Kadok wusste ich, denn Kadok war ja im Lager, wenn irgendwas war, war ja Kadok überall. Ne? Ja, aber Sie haben damals weiter dann gesagt, er war unter den Häftlingen allgemein als Schrecken des Lagers und als sehr schießfreudig bekannt. Es also ist mir leider nicht möglich, seinen Namen anzugeben. Das war ein großer Schwarzer an der SS-Mann. Der war bedeutend größer wie Kadok. So. Der hat im Bunker viel geschossen.
großer Schwarzer. Ich nehme an, dass ihn der ehemalige SS-Hauptscharführer Unrat kennen müsste. Auch Dr. Frank wird ihn wahrscheinlich kennen. Wie kamen Sie dazu, dass diese beiden Leute ihn kennen müssten? Na, weil die in der Schreibstube, meistens immer in der Schreibstube zu tun gehabt haben. Und ich nehme an, dass Frank weiß, wer in der Schreibstube oder. Aber Unrat habe ich nie im Lager gesehen. Wir wollen eine Pause einlegen bis 10.20 Uhr. Oswald Jogel ist nicht da. Ich bin bereit, und der von mir bereits bereichten Untervollmacht für Herrn Jogel aufzutreten. Also dann nehmen Sie bitte ins Protokoll, Rechtsanwalt Naumann in Untervollmacht für Rechtsanwalt Jogel. Herr Zeuge, es ist vorhin. Ja, Kardok, sind Sie damit einverstanden, dass Sie in der Abwesenheit von Herrn Jugel von Herrn Rechtsanwalt Naumann vertreten werden? Jawohl, Herr Direktor. Gut, danke schön. Mit Einverständnis ist angeklagt. Herr Zeuge, Sie hatten uns vorhin einen Vorfall geschildert, bei dem Sie an der Rampe kleine Kinder haben aus Waggons ausladen müssen. Waren die Kinder tot? Alle tot. Manche waren noch warm gewesen. Die unten lagen, die waren noch warm. Aber wie sie zu Tode gekommen sind, wissen Sie nicht? Es hat geheißen, die wurden in den Waggons vergast. In den Waggons vergast? Und in jedem Waggon waren Mädel noch drin von 21 Jahren, junges Fräulein. Da habe ich ein Kind, war vielleicht nur 2 Jahre alt, aus dem Arm rausziehen müssen, damit ich es mit aufgeschmissen habe. Auf dem Lastwagen. Und das Mädel von 21 Jahren war auch tot? Auch tot. Wissen Sie, welche SS-Leute dabei waren bei dieser Arbeit? Gekannt habe ich viele, aber nicht Namen noch. Nein. Nun, Herr Zeuge, Sie sind dann weiterhin beschäftigt worden in der SS-Zahnstation. Wann sind Sie denn da hingekommen? Ich habe mindestens 6, 8 Wochen, wie ich nach Auschwitz überführt worden bin, von Buna. Da habe ich mehrere Wochen, also 6, 8 Wochen, habe ich einen Schlägerkurs mitgemacht. Und es kam immer nicht. Und ich kannte aus Berlin Herrn Kratz. Und den habe ich oft im Lager gesehen, habe ich gesagt immer, Minne, was ist los? Was ist los? Ich sollte in eine Zahnstation überführt werden. Und das hat das, glaube ich, Herrn Obersturmführer Rank gesagt. Und mit einmal kam der Tag, wo es hat geheißen, zur Schreibstube. Ja. Und wann kann das ungefähr gewesen sein? Nehmen wir an, Ende Mai, Anfang Juni vielleicht. Ende Mai, Anfang Juni. 43. Da kam sie zur Zahnstation. Ja. War da der Angeklagte Frank noch dort? Ja, selbstverständlich. Der war ja bis zuletzt, bis 45, 17., 18. Januar wurden wir ja von Auschwitz weggebracht nach Mauthausen-Ebensee. Und da, bis dahin war er da? Immer, also bis zu dem Tag in der Zahnstation. In der Zahnstation. Ja. Und zwar war das die Zahnstation vom Revier? SS-Revier. Außerhalb des Lagers. Und welche Aufgabe hatten Sie dort? Ich war dort Zahntechniker im Laboratorium. Ja, und was haben Sie, mit welchen Arbeiten waren Sie in dem Laboratorium beschäftigt? Ich habe Prothetik gemacht, ich habe auch Metallarbeiten gemacht. Ja. Stahl wurde auch gearbeitet. Waren das Arbeiten nur für SS-Leute? Nur für SS-Angehörige. Mhm. Denn in der im Lager selbst war noch eine Häftlingsstation. Ja, im Lager selbst waren auch Häftlingszahnstationen. Ja, eine Häftlingszahnstation. Eine. Ja. Nun, Herr Zeuge, mit solchen Arbeiten, die sich mit dem Einschmelzen von Gold und so weiter beschäftigten, waren Sie nicht beschäftigt? Nein, ich habe nur gewusst, dass nebenan das getan wird. Ich kannte auch verschiedene, aber den Namen habe ich vergessen. War Kratz damit beschäftigt? Na, der war ja viel unterwegs gewesen, hat Material geholt. Ich war auch mal mitgegangen in einen Bau. Ziemlich weit aus dem Lager, da war ein Magazin gewesen und da mussten wir durch den Waschraum sogar durch. Da stand manchmal, Donnerstag wurde das Material geholt. Was für Material? Also was wir für die Zahnstation brauchten. Wir haben viel im Laboratorium selbst gehabt, aber ich bin mit Menno Kratz, der hat mich
zwei, dreimal vielleicht mitgenommen. Und wenn wir da durchkamen, da standen immer vielleicht 600, 800 Frauen in Reihe und Glied angestellt. Man hat bald nicht gewusst, ob es Frauen sind, wenn wir sie nicht an der Nase gesehen hätten. Nicht? Das, was hier vorne, was hinten ist. So abgemagert waren die. Die waren dort im Waschraum immer. Aber wo sie. Und wo standen die? Ja, die waren scheinbar aus Arbeitskommandos. An diesem Haus, wo sie das Material rausholten. Ja. Das war also außerhalb des Lagers. Außerhalb des Lagers. Wissen Sie, ob das das sogenannte Theatergebäude gewesen ist? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Ja, und was war denn das für ein Material? Ein ziemlich großes Gebäude. Ja. Und was taten denn die Frauen dort? Die wurden gebadet. Das heißt, immer im Waschraum waren wir. Und wir mussten durch diesen Raum durch, um dort reinzugehen, wo wir das Material geholt haben. Denn Männer Kratz musste ja auch Material von der SS-Zahnstation zur Häftlingszahnstation eintragen. Der ist reingegangen und rausgegangen im Lager. Und da außerhalb des Lagers in diesem Gebäude wurden die Frauen gebadet? Also sie waren immer angetreten, das heißt, sie werden gebadet. Gesehen habe ich nicht, nur sie standen nach und da. Und das war aber nicht in Birkenau? Nein, nein, das Stammlager, hinterm Stammlager. Hinterm Stammlager. Da waren sie ein paar, wie eine Dorfstraße hat es da ausgesehen. Mhm. Kleine Häuschen. Und Sie sagten also, der Dr. Frank war bis zum Schluss, und zwar bis zur Evakuierung bei Ihnen dort. Soviel ich weiß, ja. Was heißt, soviel ich weiß? Also, ich weiß, dass er nicht vor ist. Ich habe mal gehört, was, denn ich war, wie ich ungefähr 14 Tage in der Zahnstation war, mit einmal, wie wir marschiert sind, an der Schreibstube hieß es, in Nummer 105, 675 raustreten aus dem SS-Kommando. Und da wusste ich nicht, was los ist. Und da musste ich an der Schreibstube stehen bleiben. Und die Zahnstation waren wir ungefähr 10 Mann vielleicht. Die sind ausmarschiert. Und Kratz kam in die SS-Zahnstation rein und sagte, Herr Obersturmführer, Löffler haben Sie draußen behalten am Lager. Und da kam Dr. Frank mit dem Motorrad reingefahren an der Schreibstube und sagte, wer nicht gebraucht wird in der Schreibstube, in der Zahnstation, das bestimme ich. Wenn Dr. Frank mich damals nicht rausgeholt hätte, wäre ich heute, glaube ich, nicht hier. Wissen Sie noch, wann das gewesen ist? Nicht, wie ich vielleicht 14 Tage, 3 Wochen in der Zahnstation war. Mhm. Denn die in der Zahnstation waren alles meistens Tschechen und Polen, Warschauer, Krakauer. Und die haben gehört, ein deutscher Jude kommt da rein. Nachher hat mir einer gesagt, wir dachten, du bist ein Spitzel. Die haben gegessen, SS-Essen haben sich geholt, hintenrum aus dem Schlachthof oder wo sie da geholt haben. Und ich bin ins Lager gegangen Mittag und habe mir mit der Schüssel einen halben Liter Wassersuppe geholt. Und das haben sie ein paar Wochen mit angesehen. Nachher haben gesehen, dass ich doch echt bin. Da sagte einer noch zu mir, du nimm jetzt Shit. Ja, das heißt, du deutscher Jude. Warum bist du hier? Ihr hättet ja Sorgenchen, dass Hitler um die Ecke kommt. Da wärst du heute nicht in Auschwitz. Sie hätten dafür sorgen können, dass Hitler um die Ecke käme, dann wären Sie nicht in Auschwitz. Wäre ich nicht in Auschwitz. Das sagte einer von denen, ich glaube, der Mundek hat der geheißen mit Vornamen, der sagte es mir. Es waren sehr verbissene, manche waren sehr verbissene Polen. Nun, wissen Sie noch, also Sie sagten etwa 6 Wochen, waren Sie Pfleger und dann etwa Mai oder Juni sind Sie auf die Zahnstation gekommen. Und wenige Tage nachher mussten Sie schon wieder da herausgeholt werden von dem Herrn, von dem Angeklagten Frank. Na, da war ich vielleicht 14 Tage. War vielleicht 14 Tage. Und nun sagten Sie vorhin, so viel ich weiß, war Dr. Frank bis zum Schluss in dem Lager? Ich glaube es 100%, dass der Dr. Frank bis zum letzten Lager war. Aber ich habe gehört, er sollte mal zur Front kommen, weil er irgendwas nicht richtig gemacht hatte. Ja, und ist er denn zur Front gekommen? Nein, er war im Lager. Ich glaube, er war im Lager bis zuletzt, bis wir abgeholt wurden. Ja, Zeuge, uns kommt es da sehr drauf. Der Dr. Schatz kam ja nachher noch auch rein. Ja, jetzt wollen wir erstmal bei Dr. Frank bleiben. Sie sagten, ich glaube, er war noch im Lager. Hatten Sie denn nicht die Möglichkeit, ihn täglich zu sehen? Wir haben im Laboratorium gearbeitet, der Dr. Frank und die Ärzte waren alle im Operationszimmer. Es kam manchmal vor, dass sie morgens vielleicht beim Reingehen oder
abends beim Ausgehen mal ja mal nicht gesehen haben. Nun kamen denn die nicht ab und zu mal ins Laboratorium, um sich zu überzeugen, was da in der Arbeit war? Arbeit reingebracht oder rausgeholt. Ja. Aber ich glaube 100%, dass er bis zuletzt da war. Also er behauptet, er sei bereits im August 1944 weggekommen. Das wüsste ich gar nicht. Wir sind jetzt 23 Jahre hier, über 20 Jahre hier. Ja, Herr Zeuge, ich mache Ihnen ja keinen Vorwurf. Ich habe gehört, dass er, ist er weggekommen oder sollte er wegkommen, weil er an der Front, weil er durch Irren da was zu Schulden hat kommen lassen. Das war ein Gemunkel im Laboratorium. Ja, und nun sagten Sie, ich glaube hundertprozentig, dass er bis zum Schluss da war. Aber worauf stützt sich Ihr Glaube? Haben Sie ihn gesehen? Ich nehme an, wenn man 20 Monate eine Zahnstation war, weiß ich nicht mehr hundertprozentig, ob er die letzten Monate nicht da war. Es war doch der Chef, will ich mal sagen, der Zahnstation, nicht? Haben Sie denn da noch einen anderen Chef bekommen? Nun, nachher, die letzten Monate kam Herr Dr. Schatz aus Neugamme und der war auch dort. Und da sagte er noch, wie er vielleicht 14 Tage da war, sagt man, stimmt das, was hier in Auschwitz los ist, was man hier so hört? Na, wir haben alle Angst gehabt, den Mund aufzumachen und haben keine Antwort gegeben. Das war das, was ich weiß, was Herr was Dr. Schatz gesagt hat. Hm. Stand noch neben meinem Arbeitsplatz, da sagte er, stimmt das, was hier in Auschwitz los ist, was man hier so hört? Und wann kam denn Dr. Schatz hin? Na, der kam erst bestimmt Mitte 1944, also er war eine Zeit lang da gewesen. Denn wir kamen am 17., 18. Januar 1945. Donnerstag zu Freitag, die Nacht, sind wir von Auschwitz fort. Ja. Das weiß ich noch wie heute, so am 17. zum 18. Januar. War denn Dr. Schatz bis zum Schluss da? Ja, was die letzten Tage war, wissen wir nicht. Das weiß ich nicht mehr. Alles denn dumm und dumm, hat so viel Munkeln gehört. Die Russen werden schon in Lublin und sind schon 30 Kilometer von Auschwitz. Und einmal hat es geheißen, am Donnerstag, wie wir von der Arbeit kommen, Antritt. Da waren wir mit die Leger und ein paar, die in den Krankenbauten waren, Ärzte oder Professoren sogar. Wir waren mit den Letzten, die abends um 10, halb 11 abmarschiert sind. Sind Sie zu Fuß gelaufen? Wir sind von Auschwitz, also lange zu Fuß gelaufen, wurden noch unterwegs beschossen von Partisanen, sind im Graben reingesprungen. Da war der Schnee uns bald bis zum Hals. Da sind die Gewehrkugeln an uns vorbei. Und das, ich glaube, wir kamen 17, 18 Januar weg. Wir kamen Ende Februar nach Mauthausen. Und da haben wir 2 Nächte oder 3 Nächte auf dem Appellplatz gelegen, im Winter, einer am anderen dran, damit wir nicht erfrieren. Wie wir dort angekommen sind, waren wir vielleicht 600-700 Mann von 1100 Mann. Und wie wir nachher von Mauthausen nach Ebensee kamen, da waren wir vielleicht nur 350. Da ist ein Drittel dort liegen geblieben, die waren alle tot. Nun, Herr Zeuge, bitte überlegen Sie sich doch mal genau, als Sie damals evakuiert wurden, welche Zahnärzte waren denn da bei Ihnen? Die mit uns mit sind? Nur fremde SS-Leute. Ja. Also manche kannte ich vom Sehen vom Lager. Ja. Und wer war denn da zum Schluss noch in dem Revier, wie Sie abtransportiert worden sind? Das waren alles SS-Leute. Ja, alles SS-Leute, das glaube ich schon. Nur möchte ich wissen, wer, welche Zahnärzte. Gekannt habe ich sie. Zahnärzte waren, glaube ich, keine im Revier drin. Denn die Zahnstation die Ärzte hat man nicht mehr zu Gesicht bekommen, den letzten Tag, wie wir gearbeitet haben. Die letzte Zeit haben Sie die Ärzte nicht mehr zu Gesicht bekommen? Den letzten Tag. Also ja, am letzten Tag. Wir haben bis 5, 6, bis Appell war, vielleicht gearbeitet. Und dann kam Alarm, also Lara, Sperre, und da hat es geheißen antreten. Ja, Herr Zeuge, nun will ich Ihnen sagen, ich möchte herausbekommen, ob der Dr. Schatz und Dr. Frank noch bis zum Schluss da gewesen sind. Die habe ich, seit ich aus der Zahnstation raus bin, nicht mehr gesehen. Ja, wann sind Sie denn aus der Zahnstation raus? Ich nehme an, wir mussten immer, wenn es im Januar finster wurde, um 4 Uhr rum, das war immer so zum Appell. Manchmal waren wir zum Appell nicht rausgerückt, manchmal ja, da mussten wir antreten zum Appell. Und das war immer, wenn es finster war, sind die Kommandos einmarschiert. Ja, Herr Zeuge,
Sie können sich doch noch auf das Weihnachtsfest 1944 erinnern. Ja, wie sie erhängt worden sind vor der... War da noch der Dr. Frank da und der Dr. Schatz? Das weiß ich nicht. Wir mussten auf dem Appellplatz nach dem Appell rumgehen, mussten zusehen, wie 6 oder 8 Mann erhängt worden sind. Aber ob der Dr. Frank und Dr. Schatz damals noch im Revier tätig waren? Also das, mit diesen Sachen, soviel ich weiß, hat die Zahnstation nichts zu tun gehabt. Nein, Herr Zeuge, ich will ja nicht wissen, ob die Zahnstation was damit zu tun gehabt hat, sondern ich will nur wissen, ob zu dieser Zeit der Dr. Frank und der Schatz noch in dem Zahnrevier als Zahnärzte gearbeitet haben. Also Dr. Schatz bestimmt, aber Dr. Frank, sagten Sie, wäre im August 1944 weggekommen. Ja, Dr. Schatz behauptet auch, er sei schon vorher weggekommen. Das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Ja, also der Dr. Frank behauptet, er sei im August weggekommen. Und der Dr. Schatz sagt, er sei im Oktober weggekommen. Vielleicht weiß er... Herr Kratz ist ja auch da, vielleicht weiß ich. Ja, und nun wollte ich nur von Ihnen wissen, Sie uns... Da kann ich mich nicht mehr entsinnen, denn hätten wir ja nachdem noch einen anderen Vertreter gehabt, also einen Chef gehabt. Ja. Denn wie Dr. Schatz war auch Dr. Frank da zu der Zeit. Sie weder wissen, ob Dr. Schatz noch Dr. Frank da waren, da kann ich mir da keinen Vers draus machen. Na, das weiß ich nicht. Ja. Bis zum letzten Tag da war, das weiß ich nicht. Nun, Herr Zeuge, wie war denn nun Dr. Frank in... Bitte? Herr Vorsitzender, gestatten Sie in diesem Augenblick, bevor Sie zu dem anderen Thema übergehen, eine Zusatzfrage an den Zeugen? Na, bitteschön. Kennen Sie einen Hauptsturmführer Brecht? Gekannt haben wir 80%, denn ich war ja über 20 Monate in Auschwitz. Aber Namen nach... Brecht, und zwar im SS-Revier als Zahnarzt. Das war ein Pole mit einer Glatze? Ich sagte, ein SS-Hauptsturmführer. Nein, das kannte ich nicht. Das soll der Nachfolger von Herrn Dr. Frank gewesen sein? Nein, den kannte ich. Also ich weiß nicht, dass ich den gekannt habe, Dr. Brecht. Es kam ein Dentist, der lebt heute in der Nähe von Coburg irgendwo, das war ein Tscheche. Und der kam auch nach... letzte Zeit nach Auschwitz. Ja, es sollte ja nun nicht hier von den Gefangenen die Rede sein, sondern soll die Rede sein von den SS-Zahnärzten. Das war auch in der SS, der war auch in der Zahnstation. So. Das war ein Sudetendeutscher oder ich weiß nicht, wie er geheißen hat, war vielleicht ein Mann. In dem Zusammenhang dann zwar, meinen Sie den Nidballer? Nidballer. Der hat eine Praxis in Coburg als Dentist und er ist auch in dem Verfahren schon als Zeuge vernommen worden. Ja, Nidballer hat er geheißen. Der hat oft gesagt, wenn der Dreck schon zu Ende wäre, aber unter uns in der Zahnstation, der hat oft geschimpft, da haben wir gestaunt, was der manchmal für Worte losgelassen hat. Herr Löffler, wie war es denn mit dem Dr. Frank und dem Dr. Schatz? Wie haben die sich den Ihnen unterstellten Gefangenen gegenüber betragen? Ich sage ja, Dr. Schatz hat sonst ist in der Zahnstation in der Operationszimmer hat gearbeitet. Da kann ich nichts sagen. Ich habe nichts gehört, ob er wo er war und was er gemacht hat. Und Dr. Frank weiß ich nur, der kam wie ich Auschwitz ankam, ehe ich nach Buna kam, hat er gesagt, er braucht ein paar Zahnärzte und ein paar Dentisten vortreten. Und da hat er mich ausgesucht und da kam ich statt nach Auschwitz Stammlager, haben sie mich gebracht nach Buna. Da habe ich, wie ich nachher in der Zahnstation kam, habe ich Dr. Frank wieder erkannt. Wann waren Sie denn in Buna? Na, ich war in Buna ungefähr 14 Tage, 3 Wochen, bis ich nach Auschwitz überstellt wurde. Ja, das war damals, wie Sie noch nicht in der Zahnstation tätig waren. Nein. Dann habe ich ja gewartet, da habe ich mich gewundert, ich werde zur Zahnstation ausgesucht und wurde ausgebildet als Pfleger im Krankenhaus, in der Ambulanz. Hatten Sie sonst irgendwas zu tun mit diesen beiden Ärzten, Dr. Frank und Dr. Schatz? So privat? Bei der Arbeit oder sonst? Nein, sie haben mir Arbeit gemacht, haben gesagt, wann es gebraucht wird. Ja. Das haben wir gemacht und dann gingen sie wieder rüber ins Operationszimmer. Ja, und haben Sie irgendwelche Veranlassung, Dr. Frank oder Dr. Schatz
etwas Böses nachzusagen, dass sie die Leute misshandelt hätten oder dass sie schlecht behandelt also hätten. Von der Zahnstation kamen ja keine Häftlinge rein, also nur SS wurde behandelt. Ja, nun waren Sie ja schließlich auch damals Gefangene, nicht? Ja, sie sind nicht schlecht behandelt worden. Ich habe einen langen Mantel getragen, da haben manch SS-Männer gedacht, du Berliner Doktor, komm her, mach meine Reparatur, ja, dass ich nicht so lange warten brauche. Ja. Schön. Denn auf eine Reparatur müsste man 3, 4 Wochen, 6 Wochen warten, bis man sie bekommen hat. Wissen Sie, ob diese beiden Zahnärzte auch bei Selektionen auf der Rangbe mitgewirkt haben? Das wüsste ich nicht. Wissen Sie nicht? Wissen Sie, ob die öfter mit dem Sanka weggefahren sind? Ich weiß nur, dass Dr. Frank in anderen Nebenlagern gefahren ist, wo er Behandlung gemacht hat. Wissen Sie, ob Dr. Frank oder Schatz auch bei diesen Gaskammern eingeteilt worden sind, bei den Vergasungen? Es kam zu uns einer oft, also oben in der zweiten oder ersten Etage, da soll Ciancale gewesen sein, da kam ein polnischer Häftling alle paar Wochen, der hat was geholt. Was er geholt hat, wussten wir nicht. Der kam von Birkenau. Also oben in dem Bau, da war ja oben Krankenbau gewesen, im SS-Revier. Und der kam dann unten ins Libertarium zu uns rein und hat immer erzählt, was sich abspielt in Birkenau. Und er musste immer dieses Material holen. Abspielt in Birkenau? Ja, also die Vergasung. Vergasungen hat er gemeint. Ich weiß, was er mal erzählt hat, es waren ein paar hundert ausgesucht zum Vergasen. Und wenn die so weit waren, dass sie fertig waren mit den Nerven, wurden sie selbst vergast. Das hat er mal erzählt. Mhm. Das waren Jude, aber der stammte aus Warschau, der irgendwo, war eine Pole. Und der hat was geholt in dem Haus, wo sie waren? Alle paar Wochen, also alle 3, 4 Wochen, 5 Wochen vielleicht, kam er rein. Er kannte die schon von der Zahnstation, die holen. Mit denen war er scheinbar aus einer Heimatstadt und da hat er immer dann erzählt, was unten in Birkenau abspielt. Das sind Erfahrungen von Seiten des Gerichts, von Seiten der Staatsanwaltschaft. Der Dr. Frank ausgesucht zur Zahnstation. Also er kam runtergefahren, weil das SS-Revier, glaube ich, erst aufgemacht wurde. Woher? Als wir ausgeladen wurden. Buna. Als Sie ausgeladen wurden? Ach so. Als Sie ankamen in Auschwitz? Als wir ankamen, Auschwitz. Wo kamen Sie denn an? Das war die Rampe, wo alle ausgesucht worden sind ins Gas. Aber Dr. Frank kam nur an und sagte, er braucht ein paar Techniker. Oder Zahnarzt, wie er sich ausgedrückt hat. Und da habe ich mich gemeldet. Da fragte er, wo haben Sie gelebt? Sag ich, in Berlin. Ich habe dort 11 Jahre Laboratorium gehabt und habe für große Ärzte gearbeitet in Berlin. Und er sagte also, kommen Sie mit raus. Und da hat er sich 8 Mann ausgesucht, die er brauchte. Und da sind wir statt nach Auschwitz-Stammlager nach Buna gekommen. Sie sind nach Buna gekommen. Wer hat denn die Sortierung gemacht sonst? Das wissen Sie nicht. SS mit Hundepeitschen, mit Peitschen, mit Hunden, was ein Tumult. Die Leute haben geschrien. Die Männer mussten links, die Frauen rechts mit den Kindern so ungefähr. Wie kam es denn da, schildern Sie das doch mal, dass Sie Dr. Frank zum ersten Mal gesehen haben. Stand er also, da? Ich habe erkannt, wie ich nachher in der Zahnstation kam. Das sagten Sie schon. Wann haben Sie ihn das erste Mal gesehen da auf der Rampe? Stand er da? Nein, er kam nur ran, wo wir Männer waren, und sagte, er braucht bitte vortreten, ein paar Zahnärzte. Er kam also nicht mit dem Auto irgendwie angefahren? Das konnte man nicht sehen. Aha, er stand da auf der Rampe. Er kam an der Rampe ran und sagte, er braucht ein paar Dentisten. Von wo kam er an die Rampe ran? Ich nehme an, dass er von der Zahnstation kam. Das haben Sie aber nicht gesehen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Sie haben ihn zum ersten Mal... Ich habe auch nicht gesehen, wie er weggefahren ist. Wir kamen auf dem Lastwagen rauf. Ja. Wir 6, 8 Mann, wie verwandt. Ja, nochmal langsam bitte. Sie waren da auf der Rampe abgestellt und da stand plötzlich der Dr. Frank. Ist das richtig? Und sagte, wo sind die Zahnärzte, Dentisten und Mediziner? Bitte vortreten. Ja. Hat er das gesagt vor dem ganzen Kommando, vor den ganzen Häftlingen, also, die dort standen? Sind Sie vorgerückt? Nein, wir sind schon aussortiert worden, Männer links oder rechts und Frauen... Mit Kindern an der Seite. Ja, und dann sind Sie Männern, vorgerückt? Ist er ihr lang gegangen, hat gesagt, den Tristen Zahnärzte vortreten. Ja. Und was nicht älter wie 45 Jahre. Gut, nicht älter als 45 Jahre. 40 oder 45 Jahre. Ja. Und dann, nachdem dies geschehen war, sind Sie also rausgetreten? Ja, und wo Doktor... Und dann sind Sie weggefahren worden? Sind Sie auf dem Lastwagen gekommen? Ja.
Und was Dr. Frank weitergemacht hat dort auf der Rampe, das wissen Sie nicht. Sie haben, er ist jedenfalls auch nicht mit Ihnen weggefahren. Nein, er hat keine Peitsche gehabt, er hat keinen Hund bei sich gehabt, aber die anderen haben alle, wenn 20 SS-Leute waren, waren 15 Hunde bei. Herr Löffler, Sie hatten früher in Ihrer Vernehmung auf Seite 5 der Vernehmungsniederschrift einmal erwähnt, dass sämtliche SS-Angehörige der Zahnstation zur Rampe befohlen wurden. Können Sie da heute noch etwas Näheres darüber sagen? Also ich weiß, wenn ein Transport ankam, da wurde die Schreibstube alles geschlossen und alles musste zur Rampe runter und musste, was Sie getan haben, weiß ich. Ja, was heißt alles? Also alle SS-Angehörigen? Ja. Also die im Lager, da wurde Alarm gegeben, da durfte keiner aus dem Block raus ungefähr, ne? Also auch Dr. Frank, Dr. Schatz? Das weiß ich nicht. Ja, wenn Sie sagen alle, blieb ja wohl niemand zurück. Die in der Schreibstube waren, die im Lager tätig waren. Ja, Sie hatten damals gesagt, alle SS-Angehörigen der Zahnstation, da war von Schreibstube keine Rede, die seien auf die Rampe befohlen worden. Ich glaube, es waren ja auch verschiedene, die dort im Block, ukrainische SS war ja auch im Block drin. Ukrainische SS ja, bei die Ihnen? Die immer Wachposten gebracht haben zur Behandlung. Ne? Aha. Und die kamen, sind dann auch mit runter, ob Dr. Schatz und Dr. Frank auch mit sind, das weiß ich nicht. Wo war denn diese ukrainische SS untergebracht? Die waren also zwischen Stammlager und wo es zum Güter, zum Auto wird, da war drei paar Kilometer in Niemandsland. Und ja, da haben die Leute auch gewohnt, die SS-Leute. Ne? Ich glaube, manche haben sogar Frauen und Kinder gehabt. Mit Familie? Mit Familie. War das, wie ich noch Leger war, ein Tag wurden auch ein paar ausgesucht und da mussten wir eine Wohnung einrichten. Das war auch außerhalb des Lagers. War das eine größere SS-Einheit von den Ukrainern, eine Kompanie, mehr oder weniger? Also ich weiß nicht, es waren gemeine SS, also gemein, einfach furchtbar scharf gewesen. Die waren alle, einer, der immer zu uns kam, hat ein volles Gesicht gehabt, vielleicht 3-24 Jahre, so junger Mensch. Also den mussten wir aus dem Wege gehen. Besonders noch gemeiner als die deutsche SS, wollen Sie das sagen? Ja, kann man sagen. Ja. Das waren die Ukraine. Die kamen ungefähr Mitte 1944 nach Auschwitz. Und da, die mussten wir aus dem Wege gehen. Dann hatten Sie in Ihrer früheren Vernehmung auch etwas gesagt über die Aufbewahrung von Zyklon B. Können Sie sich da noch dran erinnern? Na, das hat der Zeuge dachte, ja auch, Sir. Das hat er uns ja eben erzählt, nicht? Also unten Parterre war die Zahnstation. Ja. Oben war Krankenbau und ganz oben soll ein Magazin gewesen sein. Ja, soll. Sie haben früher das Wenn ziemlich... Wenn wir Material brauchten, Watte, ja? Ja. Dann bin ich raufgegangen und da hat mir einer dann oben, ein SS-Mann, glaube ich, ich habe gesagt, was ich will, ein Paket Watte gegeben. Und im Keller, wissen Sie, ob im Keller Zyklon B aufgebaut worden ist? Darunter kam ich nie. Gut, dann. Herr Rissmann-Ormann. Keine Frage. Herr Rissmann-Rabe. Herr Löffler, war Dr. Frank der letzte Leiter der Zahnstation? Ja, Herr Amtsrichter sagte eben so viel. Ich weiß, das kann ich nach 22, 21 Jahren nicht mehr 100% sagen, ob er bis zum letzten Tag da war. Nein, Herr Zeuge, bitte, ich habe ganz etwas anderes gefragt. Ich habe gefragt, ob Dr. Frank der letzte Leiter der Zahnstation war. Herr Zeuge, ich habe nicht gefragt, ob er bis zum letzten Tag da war, sondern ob er der letzte Chef war. Das heißt also, ob er keine Nachfolge hatte. Ich widerspreche dieser Frage. Warum? Bitte. Weil das ein Urteil ist, was von dem Zeugen erfragt wird, ob er der Letzte gewesen ist. Er kann fragen, wie lange er gewesen ist. Wenn er sagt, er sei der letzte Leiter gewesen, dann ist das Erfragen eines Urteils und nicht einer Tatsache. Wieso? Wieso? Das, was Sie meinen, das ist ja nicht machbar. Also, Herr Zeuge, ich hatte Sie ja vorhin schon lang und breit über dieses Thema befragt und ich glaube nicht, Herr Eisenmaltrabe, dass Sie da noch etwas herausholen können aus dem Zeugen. Aber ich will ihn trotzdem noch mal fragen, war denn hinter dem Dr. Frank noch mal jemand anders tätig bei Ihnen als Chef? Dr. Schatz kam, da war Dr. Frank auch noch da. Und ich wüsste nicht, dass er noch einen neuen gesehen hat. War denn Dr. Schatz zum Schluss der Chef? Nein, das weiß ich nicht. Also Sie wüssten nicht, dass Sie noch einen neuen gesehen haben? Nein, das weiß ich nicht. Aha, danke schön. Herr Zeuge, Sie hatten eben auf die Frage des Staatsanwalts
ob alle SS-Angehörigen der Zahnstation auf der Rampe waren, gesagt, das wird wohl so gewesen sein, aber sie wüssten es nicht ganz genau für Frank und Schatz. Ja, das hat er auch nicht gesagt ganz genau, sondern er hat gesagt, er ob Schatz nicht. Und Frank dabei waren, weiß ich nicht. Ja, jetzt will ich Ihnen vorhalten, Herr Zeuge. Der Zeuge Kratz, der unmittelbar vor Ihnen vernommen wurde, hat hier ausgesagt, es war ein offenes Geheimnis, dass auch Frank und Schatz auf der Rampe waren. Können Sie sich jetzt daran erinnern? Na, Sie haben uns nicht Sie gesagt, Aussage dass wir auf? Jetzt dorthin gehen. Sie waren mal fort, mal denn es, wenn eben, es wurde mal nicht gearbeitet, dann sind wir im Wartezimmer saß, ist nach Hause geschickt worden, oder kommen morgen übermorgen wieder. Aber wo, und da war Dr. Schatz und Dr. Frank weg, aber wo sie waren, das weiß ich, kann ich nicht sagen. Sie sind direkt zur Rampe gefahren, ich habe sie gesehen, aus dem wegfahren. Ja, wurde unter den Häftlingen der Zahnstation darüber gesprochen, dass Frank und Schatz auf die Rampe fahren? Na, Zahnstation, das wüsste ich wirklich heute nicht zu sagen, dass sie ja runtergefahren sind. Es hat immer nur geheißen, wenn Transporte kommen, dann müssen die SS-Leute runter zur Rampe und müssen aussuchen helfen, so ungefähr, ne? Aha. Aber sonst, ob sie runtergefahren waren, das. Wir haben unsere Arbeit gemacht und wenn es Alarm war oder finster war, haben wir aufgehört, weil wir ins Lager mussten. Aber wo die Herren dann waren, das weiß ich nicht. Herr Zeuge, ist man in den letzten Monaten oder Jahren nach Ihrer Vernehmung einmal an Sie herangetreten und hat, sei es brieflich oder persönlich, und hat man Sie bedroht oder irgendwelche Forderungen an Sie gestellt? Ich wusste keiner, wo ich bin, nur. Meine Tratz hat mal geschrieben, ob ich ihm was schreiben, ein Schreiben schicken könnte, wo das Dr. Frank in der Zahnstation war. Da habe ich mir geschrieben, dass diese Sache habe ich geschildert, dass ich damals abgestellt worden bin von der Zahnstation und Dr. Frank kam mit dem Motorrad reingefahren und sagte, wen ich brauche, bestimme ich. Und da bin ich wieder mit reingekommen. Sonst, denn im Lager hat es ja geheißen, ihr in der Zahnstation euer Leben gesichert. Herr Zeuge, haben Sie Angst davor, die Aussagen, die Sie früher in größerer Präzision gemacht haben, heute hier zu wiederholen? Nein, ich wüsste nicht, was ich da verschweige. Vielleicht erinnern Sie mich an irgendwas. Ja, ich habe Sie ganz genau erinnert eben an das. Aber Sie sagen, Sie können sich heute nicht daran erinnern. Ich weiß nur, wenn Alarm war, mussten wir rein ins Lager und wenn, Transporte kamen, das war oben war dort der Standardarzt, wie er heißt, eine Treppe im Krankenbau, der einen Krankenbau unter sich hatte. Und da hat es geheißen, es wird nicht gearbeitet im Operationszimmer. Die Herren müssten alle fort. Und waren dann auch alle fort? Das wissen wir auch nicht. Im Operationszimmer, so 10 bis 20 Monate dort war, im Operationszimmer haben wir vielleicht mal reingeschaut, wenn da alle vorbeigegangen sind, dass wir austreten gegangen sind, aber bei der Behandlung waren wir nicht dabei. Wir wurden auch nicht reingerufen, schaut euch mal eine Arbeit an, wie es heute bei den Ärzten ist, dass sie einen rufen und sagen, was kann man hier für eine Arbeit machen oder was halten Sie für richtig? Das wurde in der Zahnstation nicht gemacht. Aha, aber es hieß etwas, alle müssten fort, ja? Es sind, ob alle fort, es war die Tür, wir mussten einrücken oder haben unsere Arbeiten gemacht, sind nach Hause gegangen und hat es geheißen, heute war wie ein, kam wieder. Wie die 44 kamen die ganzen Ungarn-Transporte und da haben die Schornsteine gebrannt, das was gerochen haben, bis bei uns im Lager. Das 6000 Mann, wie der aus Birkenau kam, der Material geholt hat, hat gesagt, heute hat es wieder gerochen, bei uns furchtbar. 6000 Mann an einem Nachmittag. Darf ich, Herr Direktor, anregen, den Zeugen, die Angeklagten, gegenüberzustellen? Er sagte, er könne unter Umständen, er sagte aber nicht unter Umständen, er könne zwar die Namen nicht nennen, wer im Block 11 mit an den Erschießungen teilgenommen habe, aber er könne sie wiedererkennen. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat im Gegenteil gesagt, er habe Angst gehabt oder man habe Angst gehabt, die SS-Leute ins Gesicht anzusehen, ja. Sodass es also schwierig sei für ihn, irgendwelche wiederzuerkennen. Er hat vorher ausdrücklich gesagt, mit Namen kenne ich sie nicht. Wenn ich sie sehe, weiß ich nicht. Wenn ich sie sehe, würde ich sie wieder. Das hat er in anderem Zusammenhang gesagt. Ja, meine Herren, wir können ja trotzdem mal die Angeklagten vortreten lassen. Wenn Dr. Frank erkennt, Sie haben noch eine Frage, ja. Herr Dr. Schatz auch. Herr Zeuge, Sie haben von dem
Kapo im Block 11 ja. gesprochen. Und Sie haben sich auch erinnert, dass er Jakob geheißen ja. hätte. Und mit könnte, ST, glaube ich, ist der Vater. Könnte es sein, dass er Gorzelecik geheißen hat? Es war ein Warschauer, weiß ich. Und was früher war, in Cabaret soll er aufgetreten sein, soll Eisenstangen gerissen ja. haben. Ich frage nur, ob Sie sich, wenn Sie den Namen Gorzelecik... Also Jakob weiß ich, dass er geheißen hat, aber Vatersnamen weiß ich heute nicht mehr. Danke. War ein großer, starker, kräftiger, schwarzer Mensch. Bitte schön. Er war mindestens 1,90 groß, hat über 2 Zentner gewogen, so eine Figur hat er gehabt. Ja, weiß ich mal, Naumann. Als Sie die toten Kinder aus den Waggons ausladen mussten, wann war das? Können Sie sich da zeitlich etwas näher... Na, da war ich noch nicht in der Zahnstation. Das war vielleicht 14 Tage, 3 Wochen in Buna gewesen. Ob es für 3 Wochen waren, vielleicht nur 14 Tage. Und dann, wie ich als Pfleger kam, da haben wir oben in der Ambulanz, 27, oben haben wir ein Zimmer gehabt. Da waren wir vielleicht 15, 20 Pfleger, die wir ausgebildet worden sind im Krankenbau. Verbände machen. Und da in diesen 6 Wochen wurde ich geholt zum Block 11, zum Toterziehen bei Erschießungen zuschauen. Und dann wurde ich auch mal, hat es geheißen, Möbel werden verladen. Er braucht 8 starke Männer. Du Berliner kannst auch mitkommen. Ja, und da sind wir auf jeden Lastwagen 4 Mann rauf, 2 in Waggon rein und 2 auf dem Lastwagen ziehen. Das war in diesen 6-8 Wochen, wo ich von Ibuna überstellt worden bin nach Auschwitz, wo ich in der Ambulanz als Pfleger ausgebildet Gut, worden aber bin. Können Sie den Monat etwa sagen? Monate? 1. März kam ich in Auschwitz an und kam gleich nach Ibuna. Da war ich 14 Tage, das war vielleicht bis Mitte März, bis 20. März. Und dann war ich vielleicht schon 20. März bis Ende April in der Ambulanz, dass ich Anfang Mai oder Ende Mai vielleicht nach Zahnstation überstellt worden bin. Da waren 2 oder 3 Waggons. In meinem Waggon waren 94 drin, im anderen Waggon waren 93 drin oder 97 drin. Ist noch eine Frage an den Zeugen zu stellen? Die Waggons waren weit vom Güterbahnhof weg. Und ein ganzer Haufen SS-Leute mit Hunden, mit Gummiknüppel standen drumherum. Da haben wir gleich gewusst, halt, hier stimmt was nicht. Das sind keine Möbel, die wir ausladen. Und dann die Waggons bis an die Tür scharf rangeschoben, das vom Güterbahnhof, wo man die Menschen nur so groß gesehen hat, also vom Personenbahnhof, wo man Menschen so groß gesehen hat, also dass keiner sehen konnte, was da gemacht worden ist. Und die Kinder waren alle angezogen, als wenn sie irgendwo zu Besuch oder zum Geburtstag gehen. Es muss ein Heim gewesen sein, nehme ich an. Alles Kinder im Alter 3, 4, sollen sie 5 Jahre gewesen sein. Herr Dr. Eggert, hatten Sie noch eine Frage zu stellen? Keine Frage, aber ich wollte zu dem Stellung nehmen, was der Herr Dr. Kaul eben angeregt hat. Ich weiß nicht, ob es ein förmlicher Beweisantrag war. Ich widerspreche aber vorsorglich der Gegenüberstellung, weil ich nach allem, was wir bisher bei diesen Gegenüberstellungen erlebt haben, der Ansicht bin, dass es sich insoweit um ein völlig ungeeignetes Beweismittel im Sinne des Paragraphen 244 Absatz 3 Satz 2 dritte oder vierte Alternative ist. Tja, also wir haben die Gegenüberstellung bisher immer durchgeführt und ich persönlich stehe auch auf dem Standpunkt, dass wir sie diesmal auch durchführen sollen. Wollen Sie einen Gerichtsbeschluss? Ich bitte darum, ich werde zu den Einzelheiten erst im Plädoyer Stellung nehmen, aber es scheint mir dies eine Situation zu sein, wo ich für später den Gerichtsbeschluss einmal brauche. Ich bitte sehr. Entschuldigen, wenn das so gebrochen werden muss. Also wird da von Seiten der Staatsanwaltschaft Stellung genommen? Ich bin also der Auffassung, dass überhaupt keine Rede davon sein kann, diese Gegenüberstellungen seien ein ungeeignetes Beweismittel. Der Zeuge bekommt die Möglichkeit, die Angeklagten sich anzusehen und kann dann sagen, ob er jemand erkennt oder ob er niemand erkennt. Gerade die von dem Herrn Verteidiger Dr. Eggert benannte Zeugin Höss hat ja auch mit dem ersten Blick erkannt, dass sie den Angeklagten Baretzky von früher her irgendwie noch in Erinnerung hat. Ich glaube, insoweit haben Sie damals auch keine Bedenken gehabt. Ja. Es ist gar nicht notwendig, sehr lang Stellung zu nehmen. Ich widerspreche natürlich diesem Antrage. Ich möchte darauf hinweisen, dass gerade die Form, in der bislang diese Gegenüberstellungen vorgenommen wurden, durchaus die Gewähr bietet, dass bei einem, soweit überhaupt die Gedächtnismöglichkeit vorhanden ist, unter Ausschluss aller subjektiven Einwirkungen, insbesondere von irgendwelchen Sitzordnungen und so, rein mechanisch
irgendwelche Fehlerquellen nicht bestehen. Wenn die Angeklagten hier im Saale dem Zeugen gegenübertreten, so hat das Gericht bislang gehalten. Und ich glaube, dass damit die Form gewahrt ist, um alle Möglichkeiten der Beeinflussung auszuschließen. Wird von Seiten der Verteidiger noch stattzugeben. Wird von Seiten der Verteidiger dazu noch Stellung genommen? Nein. Dann wird das Gericht darüber beraten. Dr. Schatz, Dr. Frank. Kaduk. Ja. Herr Vorsitzender, ich möchte anregen, dass Sie Ihren Platz mit Ihrem Hintermann mal tauschen. Ich? Ja. Ja. Treten Sie mal vor da. Nein, Sie. Ja. So meinte ich das, ja. Könnte. Sonst kennen Sie niemanden. Ich bitte die Angeklagten, wieder Platz zu nehmen. Uniform sehen Sie alle anders aus. Ja. Bezüglich Kaduk haben Sie uns ja schon gesagt, dass Sie ihn bei diesen Erschießungen gesehen hätten, nicht? Ja. Aber heute ist etwas stärker. Ich habe Bild in Bild vor einigen Tagen das Bild Kaduk zufällig mich wiedererkannt. Ja. War er Mischte gewesen damals. Sind noch Fragen an den Zeugen zu stellen? Dr. Eckert? Im Anschluss an die letzte Bemerkung möchte ich nur der Ordnung halber wissen, wo der Zeuge das Bild Kaduk gesehen hat. Immer wenn im Bunker Erschießung war. Nein, Sie sagten eben, Sie hätten ihn dieser Tage im Bild gesehen. In einer Zeitung. In einer Zeitung. Dankeschön. Ich glaube, es war die Bildzeitung. Sie meinen, es wäre die Bildzeitung. Herr Furt, ich möchte in dem Zusammenhang noch einen Vorhalt an den Angeklagten Dr. Frank machen. Und zwar aus Blatt 8172 der Akten. Das ist die frühere polizeiliche Vernehmung von Nid Bala, von dem vorhin die Rede war. Und er hatte damals gesagt, als ich im September oder Oktober 1944 nach Auschwitz kam, wurde ich sofort dem SS-Standortarzt, SS-Zahnstation, zugeteilt. Die SS-Zahnstation wurde von dem SS-Obersturmführer Dr. Frank geleitet. Standortarzt war nach meiner Erinnerung ein Dr. Fischer. In der SS-Zahnstation wurden nur SS-Angehörige des Standorts in Auschwitz behandelt. Außer Dr. Frank war noch ein Dr. Schatz als Zahnarzt bei uns eingesetzt. Im November oder Dezember 1944 wurde Dr. Frank durch einen Dr. Brecht als Leiter der Zahnstation abgelöst. Wollen Sie dabei bleiben, dass das schon im August war? Dr. Brecht hat in seiner Vernehmung gesagt, er sei Ende August gekommen. Na, wir können ja den Nidballer hören, das ist so in der Lebens. Ein kleiner Schleier kommt mir, als wenn da was, aber ich weiß es nicht. Also jedenfalls, Dr. Frank, Sie haben den Vorhalt gemacht bekommen. Sie sagen, das ist nicht richtig, was hier drin steht. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja.